Sie das immer platzieren? Die erwähnte eben, dass also ein Aktivposten, die so Kabel benutzt wird, glaube ich. Bezeichnet wird, das machen ja immer gerne andere Menschen. Also ich bin gerne in Düsseldorf, ich bin ja auch freiwillig hier, das ist ja auch was, ich bin ja hier nicht geboren. Keine Geburtstag. Nein, also ich bin wirklich aus freien Stücken nicht gezwungenermaßen hierher gezogen und muss sagen, dass eigentlich gerade ganz aktuell eine ganz tolle Zeit in Düsseldorf ist. Also ich bin ja 2000 hierher gekommen und das war natürlich schon auch so die Zeit, wo man das Gefühl hatte, alle wandern so ein bisschen nach Berlin ab. Ach ja. Und das ist ja auch das, weswegen ich auch immer gefragt wurde, warum denn jetzt Düsseldorf und nicht Berlin und so. Generell mache ich sowieso gerne Sachen so ein bisschen anders als andere, also das passte dann eigentlich auch ganz gut. Aber so 2001, 2003, 2004, da war schon noch so ein bisschen so eine gedämpfte Stimmung, muss ich sagen. Mhm. Sicherlich mit dem Direktorenwechsel an der Akademie, auch jetzt natürlich mit der Marion Ackermann am K20, K21. Ja. Wir haben jetzt einen neuen, ich bin ja im Vorstand des Kunstvereins, einen neuen Direktor, den Hans-Jürgen Hafner. Und auch in der Galerieszene bewegt sich ja doch wieder was Neues. Es gibt Galerien aus Köln, die nach Düsseldorf ziehen. Muss ich sagen, ist das momentan ein ganz toller Zeitpunkt. Also wenn ich jetzt rückblicke auf die 10 Jahre, die ich hier in Düsseldorf bin, habe ich mich noch nie so wohl gefühlt in der Stadt. Und zwar deshalb, weil ich merke, dass die Szene sehr, sehr aktiv gerade wird. Und zwar mit kleinen Off-Räumen, mit studentischen Projekten, mit Produzentengalerien, wie gesagt, mit dem Kunstverein und natürlich auch mit der Akademie, die einfach sich massiv geändert hat. Und das merken wir hier auch mit dem Haus, dieser ganze Austausch mit der Akademie läuft natürlich jetzt viel, viel besser und das fühlt sich jetzt hier gerade richtig gut an. Also es ist von der Energie her, finde ich, sehr, sehr gut und insofern ist es schön, wenn man ein Aktivposten in einer aktiven Stadt sein kann. Also. Darf ich da ein bisschen Wasser in den Wein geben? Bitte. Das ist alles nachvollziehbar, was Sie da sagen, mit Herrn Peck und mit vielen anderen Dingen, die mir jetzt nicht so vertraut sind natürlich, aber ich komme also nach 30 Jahren wieder zurück nach Düsseldorf, muss ich sagen, ich lese mich in das Thema jetzt wieder so ein bisschen, bin aber Düsseldorf. Ja. Also in der öffentlichen Wahrnehmung, also ich habe hier mal diese, eine der vielen, vielen Kunstzeiten mitgebracht, ja. Kennen Sie wahrscheinlich auch alles, ne? Ja. Ich habe in der Notiz mir dran geschrieben, hier wird geradezu akribisch um Düsseldorf herumgearbeitet. Also ich finde zum Beispiel in so einer Publikation praktisch überhaupt keinen Hinweis auf Düsseldorf. Und das in anderen Publikationen ähnlich. Bilde ich mir das ein oder ist da ein Defizit in der öffentlichen Darstellung? Also ich glaube natürlich, verbesserungswürdig sind wir immer mit der gesamten Stadt, auch mit der Ateliersituation, die natürlich nach wie vor schwierig ist, weil ich sehe jetzt gerade hier, was tut sich hinter den Türen der Ateliers. Das ist ein großes Thema. Also. Das ist sicherlich ein großes Thema auch in Düsseldorf, was noch verbessert werden muss. Aber ich glaube jetzt eigentlich, ich sehe jetzt Düsseldorf nicht wirklich komplett separat. Also für mich, aus Bayern kommt, ist ja das Rheinland eigentlich sozusagen. Mhm. Der Bereich, in dem ich lebe und dazu gehört eben auch Köln und Mönchengladbach und Aachen. Und ich muss sagen, also ausstellungstechnisch sind wir da eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Also ich finde, da ist schon wirklich viel außenrum, was man besuchen und angucken und anschauen kann. Und ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum wir jetzt da nicht so erwähnt werden mit Ausstellungen. Gut, es war jetzt auch gerade das Sommerloch, ne? Es war Venedig, war Basel, das war ja sowieso schon ein bisschen schwierig, dass wir uns jetzt hier noch rangehängt haben ans Ende. Aber ich denke generell haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Ausstellungsprogramm hier. Und auch das Schmälerhaus zum Beispiel ist doch jetzt eine tolle Geschichte. Ist mir nur so eine Randbemerkung von meiner Seite. Dass sich da wirklich Dinge bewegen und tun und wir haben das Kind noch. Und, ja, also es gibt eigentlich schon relativ viel, finde ich, zu sehen.
Ja. Also wenn man ganz genau hinguckt, ist natürlich die Rheinische Republik ist natürlich auch vorbei. Ja. Ich meine, wir sind nicht Berlin. Das hat man in den 90ern, ja. Also da gab es eine Hochzeit, ja, in Köln vor allem. Ich meine, da kam ja Düsseldorf und Köln nicht aus dem Schlagzeilen. Nee, New York und... Das ist vollkommen in Ordnung. Soll ich hier ein bisschen arbeiten? Ja, gerne. Lieblingsstelle. New York und Köln sozusagen als Zentrum des Betriebs. Ja, ja. Absolut. Also Galerien und Ausstellungen auf der anderen Seite. Das ist genau. Und das ist vollkommen in Ordnung. Soll ich hier ein bisschen arbeiten? Ja, gerne. Absolut. Also Galerien und Ausstellungen auf der anderen Seite.